Hallo, liebe Zwillingegeborene und Zwillinge-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Ihr seid charismatisch und euch gehen nie die Ideen aus. Freundschaften sind in dem Jahr Trumpf. Manche von euch haben beruflich viel zu tun und eine Erfolgsphase, die sehr anstrengend ist. Nehmt euch trotzdem Zeit für die Liebe. Festliierte müssen manchmal für ihren Schatz da sein, wenn es schwierig wird. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Konstellationen 2017 für euch. Vorher aber noch der Hinweis, dass es heute bei mir etwas zu gewinnen gibt. Ich habe eine Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos. Bleibt also dran. Eure wichtigsten Konstellationen, da wäre mal zunächst das Trigon zu Glücksplanet Jupiter, also der große, super schöne Harmonieaspekt. Und der steht ganz super für euch im Haus der Lebensfreude, der Affären, der Romanzen, der Sexualität. Also da werdet ihr auf eure Kosten kommen. Sowohl dann, wenn ihr flirtet und jemand Neues kennenlernt, als auch wenn ihr in einer festen Beziehung seid, weil einfach die Lebensfreude und auch der Spaß am Sex großgeschrieben sind. Ist übrigens auch ein toller Aspekt, wenn ihr Kinder habt, denn der zeigt an, dass ihr Freude an euren Kindern haben werdet, dass die vielleicht tolle Leistungen bringen oder euch mit ihrer Kreativität erfreuen. Und wenn das der Fall ist, solltet ihr euch dafür natürlich auch auf jeden Fall Zeit nehmen. Und dieses Trigon von Jupiter, das haben ganz exakt in diesem Jahr diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 20. Juni geboren sind. Aber keine Angst, auch dann, wenn ihr zu einem anderen Tag Geburtstag habt, könnt ihr diese Einflüsse spüren. Oft hat man ja auch noch andere Planeten im gleichen Zeichen wie die Sonne, die dann vielleicht auch so einen Einfluss abbekommen. Dafür ist es dann doch immer sehr nützlich, sich vielleicht mal ein persönliches Horoskop bei mir zu bestellen, damit ihr alles über eure anderen Planeten erfahrt. Ja, und dieser Jupiter, der steht jetzt fast das ganze Jahr in einem interessanten Aspekt zum Exzentriker und Aufregerplanet Uranus, der ja immer so ein bisschen Unruhe reinbringt. Aber das ist natürlich auch, wie man im Englischen so schön sagt, Excitement, Spannung, aufregend. Und das mögen ja die Zwillinge. Also es kommt in der Liebe keine Langeweile auf. Uranus steht im Haus der Freunde. Das heißt also, euer Freundeskreis wird wahrscheinlich auch sich erweitern und immer größer werden, denn ihr seid beliebt und man will einfach mit euch zu tun haben. Die Gefahr kann so ein bisschen sein, dass euch vor allen Dingen neue Leute interessieren und dass euch vielleicht die bestehenden Freunde so ein bisschen langweilig vorkommen oder vielleicht auch, weil man mit denen ja schon eine Geschichte hat und die vielleicht auch so die Schwächen kennen, während man sich bei den Neuen im besten Licht zeigen kann. Also da solltet ihr nicht vergessen, auch eure alten Freunde, eure guten Freunde, die euch vielleicht ein bisschen knorzig vorkommen, weiterhin mit einzubeziehen. Und da denke ich, ist das ja eine tolle Sache. Man kann ja feiern mit alten und neuen Leuten und das solltet ihr auch machen. Genau. Wenn ihr Singles seid, seid ihr wahrscheinlich umschwärmt. Und wenn ihr sowas mögt, sind in diesem Jahr auch Mehrfachbeziehungen möglich. Aber da muss man natürlich immer mit offenen Karten spielen, ne? Ist klar. Also es geht jetzt nicht, dass ihr selber beschließt, mehrere Beziehungen auf einmal zu haben und eine der anderen Personen vielleicht denkt, ihr werdet nur an der einzelnen Person interessiert. Also da müsst ihr schon dann ehrlich sein und dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr seid charmant und in Flirtlaune. Es ist auch ein super Jahr übrigens, um mit eurem Schatz oder Flirt zu verreisen oder um die Liebe auf Reisen zu finden. Und wie gesagt, wenn ihr Kinder habt, werdet ihr mit denen viel Spaß haben und stolz auf sie sein können. Und diese Kombination aus beiden Planeten, ne, Jupiter und Uranus, die spüren besonders die Geburtstagskinder zwischen dem 3. und dem 21. Juni. So, dann gibt es aber auch einen etwas schwierigen Aspekt, das ist das Quadrat zu Neptun, der steht hier in den Fischen und dann gibt es auch noch ein Quadrat zu Chiron, das sind beides ein bisschen Herausforderungen, die eventuell auch zu etwas schmerzlichen Erfahrungen führen können. Was den Neptun angeht, da sind Vertrauensfragen das Thema, was zur Irritation führen kann. Wenn ihr also das Vertrauen von anderen enttäuscht habt, dann müsst ihr dafür die Verantwortung übernehmen. Es kann aber auch passieren, dass ihr vielleicht offen und ehrlich mit jemand anders sprecht, aber sich diese Person dadurch verletzt fühlt. Da ist also ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt. Denn denkt dran, den Gefühlen ist es völlig egal, ob ihr in der Sache recht habt. Wenn jemand verletzt ist, dann ist derjenige verletzt. Das kann man dann auch nicht wegreden, sondern muss man dann darauf eingehen und da ganz vorsichtig versuchen, rauszubekommen, was da passiert ist. Und dann kann man das vielleicht klären.
Also ihr seid ja dann immer so auch schnell im Kopf und nie um einen witzigen Spruch verlegen. Aber je nachdem, was ihr für ein Gegenüber habt, vielleicht einen empfindlichen Krebs oder so, ne, da ist dann wirklich auch Fingerspitzengefühl gefragt. Und diesen Aspekt, den spüren nun ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 1. und dem 5. Juni geboren haben. Wir sind, während der Chiron jetzt in der 3. Dekade Zwillinge steht. Und da ist vielleicht angezeigt für euch, dass Beziehungen so einen alten Schmerz nochmal berühren können. Also da ist es dann auch wichtig, und da habt ihr auch dieses Jahr eine gute Chance dazu, alte Beziehungsmuster zu erkennen, die verletzend gewirkt haben und die zu überwinden. Und da kann euch die Venus beihelfen, die rückläufig wird im Frühjahr. Da gehe ich dann gleich noch näher drauf ein. So, dann haben wir noch die Opposition zu Saturn. Der läuft dieses Jahr durch die 3. Dekade eures Zeichens, also erfasst alle Geburtstage zwischen dem 11. und dem 20. Juni, ist aber dann im Dezember auch fertig und geht dann aus dem Partnerhaus raus. Aber dieses Jahr ist das eben noch ein großes Thema. Und das kann zum Beispiel einen Partner bedeuten, der euch viel abverlangt oder an euch herumkritisiert. Und das könnte dann wieder dazu führen, dass ihr die Flucht in eine Affäre sucht. Also da müsst ihr euch entscheiden, was ist euch wie wichtig? Ist euch eure bestehende Beziehung wichtig, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist? Vielleicht ist es aber auch so, dass euer Schatz einfach unter Druck steht, beruflich unter Druck steht, finanziell unter Druck steht und dann eure Hilfe braucht. Dadurch fühlt ihr dann natürlich euch auch wieder unter Druck gesetzt. Aber weil ihr so tolle Ideen habt, der Genialitätsplanet Uranus, der steht ja so günstig zur Zwillinge-Sonne, müsst ihr vielleicht einfach nur mal ein bisschen nachdenken und kommt dann auf gute Lösungen. Also ihr könnt dann vielleicht eurem Partner wirklich aus der einen oder anderen Bredouille raushelfen. Genau. Für alle Zwillinge gilt hier mit Uranus im 11. Haus, dass ihr von neuen Freunden besonders profitiert und von Aktivitäten in der Clique oder in Gruppen. Also vielleicht auch mal, wenn ihr Lust habt, in der Gruppe irgendwas Schönes zu lernen, zum Beispiel Astrologie. Denn Uranus ist auch der Planet der Astrologie, wäre das ein ideales Jahr dafür. Denn besonders Singles lernen dabei auch neue Leute kennen. Das wäre jetzt ein Tipp für die Männer unter euch. Gerade bei Astrologie trifft man immer viele nette Frauen an. Und Internet-Dating ist mit dem Uranus, der auch fürs Internet steht, da im 11. Haus auch erfolgversprechend für euch. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu den wichtigsten Konstellationen des Jahres. Also zum Flirten und für die Romantik stehen die Sterne praktisch durchgehend genial bis Oktober, solange der Jupiter hier für euch im 5. Haus steht. Und dann gibt es noch eine wichtige Konstellation für euch. Und zwar, das zeige ich euch, genau, kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Denn die Lilith, die wird im Februar zum Valentinstag in euer Partnerhaus laufen, hier in den Schützen, und wird dann fast das ganze Jahr über, nämlich bis zum 9. November, dort bleiben. Und das macht natürlich Lust am Experimentieren für die Zwillinge, und das kann euch auch heiße Affären bescheren, auch vielleicht gefährliche Liebschaften. Besonders für die Zwillinge Herren zeigt das an, dass sie spannenden Frauen begegnen, die im Schützen vielleicht sehr freiheitsliebend sind oder sich für eine gerechte Sache engagieren und die also auch irgendwie intellektuell faszinierend sind oder die ganz tolle Reden schwingen können, also alles, was euch so fasziniert. Müsst ihr mal drauf achten, müsst halt nur aufpassen, dass so eine Beziehung dann nicht die schon bestehenden Beziehungen stört. Das wäre ganz wichtig. Und die Lilith wird durch die 1. Dekade Zwillinge gehen von Mitte Februar bis Mitte Mai, durch die 2. Dekade von Mitte Mai bis Mitte August und durch die 3. Dekade von Mitte August bis zum 9. November. Und während sie durch die 3. Dekade wandert, wird sie eine Konjunktion mit Saturn bilden. Das könnte anzeigen, dass ihr da jemand trefft oder eine Frau trefft, an der ihr euch die Zähne ausbeißt, weil wenn Lilith mit Saturn zusammensteht, dann trifft man auf Menschen, die sehr kompromisslos ihren Weg gehen, aber halt auch sehr, sehr faszinierend wirken. So, jetzt schauen wir noch, wann die Venus euch besonders verwöhnt. Das beginnt nämlich auch dann schon im Februar. So, und zwar am 3. Februar, da geht die Venus ins Zeichen Widder und damit in einen förderlichen Aspekt zur Zwillinge-Sonne durch euer Haus der Freundschaften. Deswegen sind Freundschaften dieses Jahr auch besonders betont. Und dort wird sie dann eben rückläufig werden. Und zwar am 4. März passiert das. Am 4. März wird sie rückläufig und bleibt dadurch länger im Zeichen Widder stehen. Nämlich bis zum,
Bis zum 2. April, genau. Bis zum 2. April steht sie dann überhaupt erstmal im Widder, nämlich 2 Monate fast. Und dann läuft sie zurück in die Fische und da aktiviert sie dann das Quadrat einmal zu Chiron und dann zu Saturn. Und das ist, was ich vorhin erwähnt habe, das kann euch nochmal mit einer schmerzlichen vergangenen Beziehung in Verbindung bringen. Denn rückläufige Venus bedeutet, dass Beziehungen aus der Vergangenheit wieder hochkommen oder dass man auch nochmal jemanden trifft, mit dem man vielleicht schon mal zusammen war. Und da kann sich dann schnell herausstellen, warum das damals nicht funktioniert hat. Und weil es mit Chiron ist jetzt in eurem Fall, ist das vielleicht auch ein gewisser Schmerz, der dann da wirklich hochkommt oder der eine alte Wunde nochmal berührt. Aber wenn das der Fall ist, denkt dran, wir bekommen durch diese Venus-Konstellation die Chance, alte Liebesmuster zu erkennen und zu überwinden. Und da könnt ihr dann vielleicht sogar eine Heilung auf diese Weise erreichen. Schaut euch da bitte auch nochmal die kosmische Schwingung an, da werde ich ganz genau auf diesen Venus-Transit eingehen. Das ist eine sehr wichtige Konstellation, da werde ich mir Zeit nehmen, euch das genau zu erklären, was da passiert und wie wir das psychologisch empfinden und was wir dafür Nutzen draus ziehen können. Genau. So, und dann wird die Venus nochmal für euch in einen günstigen Aspekt gehen, nämlich wieder durch den Widder. Und zwar vom 28. April bis zum 5. Juni. Also die bleibt euch da insgesamt eine sehr lange Zeit erhalten, aktiviert eure Freundschaften, den Freundeskreis und vielleicht auch sowas wie Friends with Benefits, besonders wenn sie jetzt hier mit Uranus zusammensteht, der ja so für unkonventionelle Beziehungen steht. Aber insgesamt auf jeden Fall eine gute Phase für euch. Die nächste gute Venusphase ist dann, wenn sie in euer erstes Haus läuft, durch die Zwillinge läuft. Dann steht sie euch zur Verfügung, versorgt euch mit Charme und gutem Aussehen und einer tollen Ausstrahlung, wird aber in dieser Zeit einige ein bisschen harsche Aspekte bilden. Die wird ins Quadrat zu Neptun laufen und wird dann vor allen Dingen hier zwischen dem 17. und 26. Juli hier eine Spannung bilden zu dieser Konstellation mit Saturn und Lilith, die ich vorhin erwähnt habe. Fatale Affären vielleicht. Vielleicht auch für Zwillinge Frauen Schwierigkeiten durch eine Konkurrentin, die ihnen vielleicht ihren Partner abspenstig machen will. Also das ist wiederum eine Zeit, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, Venus ist aber auf eurer Seite. Also mit Charme und Liebreiz und indem ihr einfach euch Beziehung, also auf eure Beziehung konzentriert und versucht, die zu erhalten, denke ich mal, wird es euch gelingen, dann in diesem Konflikt als Sieger hervorzugehen. Aber eben mit Charme, ne, mit den Venuskräften. Genau. Genau, und zum Ende dieses Transits hin wird das dann auch wieder ganz entspannt, nämlich bis zum 31. Juli hin. Und dann gibt es noch eine schöne Venusphase, wenn die Venus durch den Löwen geht, steht sie auch wieder super zu den Zwillingen, nämlich vom 26. August bis zum 9. September. Da bildet sie einen sehr schönen Aspekt zu euch und läuft durch das dritte Sonnenhaus. Das ist dem Zwilling zugeordnet, das dürfte euch auf jeden Fall stärken und eine sehr schöne Liebesphase für euch darstellen, wo ihr hoch im Kurs steht und mit eurer Art, einfach immer informiert zu sein und alle zu kennen, auf jeden Fall auftrumpfen könnt und ganz tolle Leute kennenlernen könnt. Genau. Dann ist noch eine super schöne Phase, wirklich super schön, vom 14. Oktober bis zum 7. November, denn da geht die Venus nochmal durchs 5. Haus der Lebensfreude. Da ist zwar dann der Saturn, der Jupiter, der da vorher stand, rausgelaufen, aber die Venus läuft rein und bleibt dort nochmal vom 14. Oktober bis 7. November und verstärkt die Lebensfreude. Der Mars kommt dann auch noch dazu. Das ist sicherlich auch eine sehr sexy Zeit, die ihr dann habt. Ja, und dann gibt es nochmal einen tollen Aspekt für euch in der Weihnachtszeit, nämlich vom 1. bis 24. Dezember. Da läuft die Venus durch euer Partnerhaus und da sind dann ist Lilith. Die Lilith ist schon weitergezogen und Saturn, also Lilith und Saturn, sind auf dem Weg aus eurem Partnerhaus raus. Sie gehen dann in euer 8. Haus, aber die Venus kann sich dann ungetrübt im Partnerhaus entfalten. In der Zeit wird allerdings auch der Merkur rückläufig. Das kann dann vielleicht zu ein paar Liebesmissverständnissen führen. Aber ich glaube letztendlich, das ist nicht so schlimm, sondern entscheidend ist, dass ihr dann die Venus im Partnerhaus habt. Und das ist eine sehr schöne Phase dann für euch. Und der Merkur wird dann auch wieder direktläufig am 23.12. Ja, ihr lieben Zwillinge. Jetzt zu meiner Verlosung. Ich möchte für alle,
die meinen YouTube-Kanal abonniert haben, ein persönliches Jahreshoroskop verlosen. Das heißt, 45 Minuten mit mir am Telefon und anschließend eine CD von dem Gespräch auf der Basis eures Geburtshoroskops. Falls ihr meinen Kanal also noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun. Da erscheint ein Kästchen, da braucht ihr nur drauf zu klicken und dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit ein Horoskop bei mir buchen, eine persönliche Beratung, meinen Service also in Anspruch nehmen. Ihr könnt bei Antonias Sterne mitmachen, das ist ein Webinar, passt auch gut zu den Zwillingen, die sind ja technisch da oft fit. Und ihr habt hier also viele Möglichkeiten. Und ich habe jetzt auch eine Hotline, also für alle diejenigen, die einfach mal spontan, vielleicht nur ein paar Minuten mal eine Frage stellen wollen. Da könnt ihr mich dann zum Festnetztarif auf meinem Kundentelefon anrufen. Das findet ihr in der Videobeschreibung oder in dem Schlussbild gleich. Und dann ganz kurzfristig einen Termin vereinbaren, ganz unbürokratisch. Und dann wird das einfach über die Telefonrechnung abgerechnet. Könnt ihr also auch nutzen. Ja, meine Lieben, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch ein ganz wunderbares Jahr 2017 zu wünschen und alles Gute mit den Sternen.